Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Free Weapons Germany, euer Kanal, wenn es um den Bereich Schreckschuss, Druckluft und CO2-Waffen geht. Heute habe ich was Schönes für euch, eher was für die Plinker unter euch. Und zwar aus dem Hause Umarex stelle ich euch heute die Umarex SA-10 vor. Eine CO2-Pistole, die ihr sowohl mit Diabolo als auch mit Stahl-BBs schießen könnt. Und das Besondere bei dieser Pistole, warum sie so unfassbar viel Spaß macht, ist der Blowback. Der Blowback, wie ihr ihn von Schreckschusswaffen oder natürlich auch von scharfen Waffen kennt, macht bei dieser Waffe wirklich ja, ganz besonders viel Spaß, würde ich mal sagen. Wie die Waffe verarbeitet ist, wie der Lieferumfang ist, wie sie funktioniert, Koni-Test und so weiter und so fort, werden wir uns alles anschauen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Tisch und schauen uns die Waffe mal im Detail an. Bis gleich. Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon auf dem Tisch und gucken uns die Umarex SA-10 an. Ihr wundert euch sicherlich, warum hier kein Karton bei liegt. Das liegt daran, dass ich die Waffe gebraucht erworben habe und leider keine Originalverpackung dabei war. Deswegen müssen wir heute mal mit dem vorlieb nehmen, was wir hier haben. Aber das Wichtigste ist ja da und das ist die Waffe. Die schauen wir uns jetzt erstmal an. Die wiegt also ordentlich was. Liegt daran, dass natürlich hier nur die untere Sektion, also der Griff aus Kunststoff gefertigt ist. Der Rest ist wie gesagt aus Metall. Was ich extrem schön finde bei der Waffe, sind jetzt nicht die Messing-Applikationen oder die Sachen, die man hier in Messing durchsieht. Da komme ich später nochmal zu, sondern die Tatsache, dass hier das SA-10 einfach schön, einfach nur so, ja, wie reingelasert ist, also eingelassen ist und das also auch in matt schwarz, sodass man es also kaum auf der Waffe sehen kann, finde ich extrem gut. Hier haben wir einen Sicherungshebel. Ja, das ist das, was normalerweise eigentlich bei einer Blowback-Waffe halt eben der Schlittenfang ist. Da versteckt sich hier ein Sicherungshebel runter, kommen wir gleich nochmal zu. Auf der anderen Seite mit den Beschriftungen sieht es da ähnlich dezent aus. Wir haben hier haben wir die Seriennummer, die steht in weiß drauf und dann haben wir hier halt auch immer nochmal stehen UX für Umarex Kaliber 4,5 mm, also .177 Diabolo, Stahl-BB und natürlich das F im Fünfeck. Soweit die Beschriftung hier und was ihr dann natürlich auch noch sehen könnt, ich habe es gerade schon erwähnt, ist natürlich hier schön, dass von Lauf und Gehäuse hier, hier halt eben das Messing durchscheint, durch diese schwarze, mattschwarze Optik der restlichen Waffe. Das sieht schon ziemlich edel aus und ja, man muss das mögen. Ne? Die einen sagen, oh nee, nicht so meins. Ich persönlich finde es ganz geil, es gefällt mir wirklich richtig gut. Aber wie gesagt, das liegt im Auge des Betrachters und ist Geschmackssache. Materialien, wie eben schon gesagt, also alles, was quasi hier im unteren Bereich ist, ist erstmal, also das Ganze, was hier Halter ist, also alles untenrum ist quasi aus Polymer gefertigt, ist ein Kunststoff. Abgesehen hier von einmal dem Sicherungshebel und dem Hebel hier, damit man die Waffe auseinanderbauen kann, also der Demontagebügel, die sind aus Metall, ansonsten ist hier unten alles Kunststoff. Was schön ist, ist, dass hier so eine sehr raue Oberfläche ist. Ja, ihr könnt das hier in dem Video wahrscheinlich gut sehen, also hier im Griffbereich ist das. Dann habt ihr das auch nochmal hier unten. Keine Ahnung, wenn ihr das vielleicht so haltet, ja, wie auch immer, hier im vorderen Bereich habt ihr es nochmal. Also überall da, wo die Hand ist, habt ihr es auf jeden Fall schön rau hinterlegt und habt da also auch wirklich einen guten, satten Griff. Im vorderen Bereich findet sich das auch nochmal wieder, diese raue Oberfläche. Und die ist also wirklich, ne, ihr hört das auch, die ist also wirklich sehr rau. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, irgendwas, was Spaß macht, anzubringen auf die 22 mm Schiene hier. Ist natürlich in Deutschland verboten. Also das war Spaß. Also ihr könntet natürlich hier eine Attrappe hinhängen für eine Taschenlampe oder Laserpointer oder sonst was. Aber wie gesagt, bloß nur Attrappe, was echtes, dürft ihr hier nicht dran machen, das wisst ihr. Aber die Möglichkeit ist da, ihr könntet euch prinzipiell auch ein Zweibein dran machen, weil ich nicht wüsste, ob das hier was bringen würde. Wahrscheinlich nicht. Bei dem Blowback fliegt euch das sowieso sofort um die Ohren. Aber sei es drum. Wie gesagt, hier oben alles aus Metall. Eben habe ich es eingangs schon mal erwähnt. Der, was bei einer regulären Schreckschusswaffe oder einer scharfen Waffe als Schlittenfang dient, dient hier als Sicherungshebel. Das heißt, wenn ihr den nach vorne schiebt, ist es vorbei mit Feuern. Also auch diese
dieses Züngel, was hier drin ist, ja, das ist eine nette Optik, aber das ist auch wirklich nur Optik. Das hat dient keinem Sicherungszweck. Ja, und wenn das hier halt eben hinten ist, ihr seht, ich greife es jetzt nochmal an der Seite, könnt ihr halt trotzdem komplett durchziehen. Single und Double Action könnt ihr beides schießen. Habt da gerade gesehen, im Double Action, ihr könnt es natürlich auch vorspannen, keine Sorge, ist weder geladen noch ist da CO2 drin. Dann geht es natürlich entsprechend einfacher, hat einen sehr langen Vorzugsweg und dann halt einen sehr kurzen, nicht wirklich klar definierten Druckpunkt. Ne? So. Muss aber auch nicht haben, wie gesagt, das ist in meinen Augen auch keine Präzisionswaffe, sondern eine Waffe zum Plinken, zum Spaß haben. Ja, alles gut. Magazin ist hier wirklich eine richtig gute Sache. Und zwar, die meisten von euch werden das sicherlich schon kennen. Und zwar ist hier die Besonderheit, ach guck, da ist sogar noch ein Diablo drin. Ist hier die Besonderheit, dass ihr hier gleich vier Magazine, also vier Trommelmagazine, immer auf einmal mit am Mann habt. Die oberen drei, also das obere ist das, wo jetzt dann auch gerade dann aktiv mit geschossen wird. Ja, ihr habt gesehen, das ist leer. Dann habt ihr noch zwei weitere Magazine, wo ihr Diabolos reinladen könnt. Und hier unten das vierte Magazin, das ist halt dazu gedacht, um Stahl-BBs damit zu verschießen. Stahl-BBs werde ich auch hier jetzt im weiteren Test nicht verschießen. Hat den Grund, dass ich damit eine blöde Erfahrung habe und mag das hier bei mir im Innenhof einfach nicht machen. Fertig aus Mickey Maus. So einfach ist das. Das heißt, ich werde mich heute, deswegen tue ich das auch schon mal gerade auf Seite, ich werde mich heute hier rein mit Diabolos begnügen. Was wirklich schön ist, die Trommelmagazine, ihr seht das, die liegen hier schön drin, die fallen auch nicht raus. Das heißt, ihr könnt die alle vorgeladen drin haben. Das obere ist, wie gesagt, das, womit dann halt eben dann auch aktiv geschossen wird. Durch den Blowback wird das dann halt jedes Mal ein Schuss weiter transportiert. Und wenn das aufgeschossen ist, dann tut das einfach raus und tauscht das gegen eins der anderen beiden. Das ist wirklich wunderbar, wunderbar gemacht. Und es geht natürlich dann auch gerade in der Action-Situation, sage ich mal ganz schnell, das ist natürlich federgelagert hier drin. Das heißt, ihr drückt drauf auf den Auflass hier, Auslassknopf, zack, kommt es raus, einmal getauscht und wieder rein. Also das ist wirklich extrem gut gemacht, ne? Und das Schöne ist, Umarex-typisch ist hier in dem Magazin natürlich auch direkt dann die CO2-Kartusche beinhaltet. Das ist jetzt eine angestochene, aber ihr kennt das Prinzip, die wird einfach hier eingelegt und dann hier unten, hoppla, über diese kleine Schraube, die sich hier ausklappt, wird das einfach, also mit diesem Hebel hier, zack, einfach festgedreht und dann ist auch die Kartusche drin und dann, zack, steht dem Schießspaß nichts mehr im Wege. Was auch mitgeliefert wird im Umfang, das ist so ein Reinigungsstäbchen. Oh, jetzt ist hier noch ein Stückchen Tesafilm dran. Die sind aber eigentlich ganz gut, denn ihr seht, es hat hier vorne eine Öse. Da könnt ihr euch so einen kleinen Filzlappen oder Mikrofaserlappen reinmachen und könnt dann auch den Lauf mal damit reinigen. Das ist wirklich ein ganz nettes Feature, dass so ein Ding dabei ist. Das ist bei der Waffe ganz praktisch, weil der Lauf ist natürlich hier im Gegensatz zu einer Schreckschusswaffe offen. Ist klar, die Diablos müssen ja und die Stahl-BBs müssen da ja natürlich auch durch. Also schön, dass das auf jeden Fall im Lieferumfang mit dabei ist. Und ihr habt weiterhin auch noch die Möglichkeit, hier einen Schalldämpfer drauf zu machen. Die Waffe ist laut, die ist richtig laut, ne? Also die hat richtig Bums. Und ihr seht, hier vorne ist ein Gewindeschutz drauf, den könnt ihr abschrauben. Ja, und dann habt ihr hier vorne, ich weiß nicht, ob das ein Halbzoll ist, ich müsste es mal nachschauen, habt ihr auf jeden Fall hier vorne Gewinde und könnt hier direkt einen Schalldämpfer dran anbringen. Ja. Habe ich jetzt nicht probiert, weil ich keinen passenden da habe, aber es ist auch schön, dass die Waffe einfach richtig Krach macht. Wenn ihr die dann einfach mal zerlegen wollt, um die mal zu reinigen, weil ihr da jetzt irgendwie ein paar Tage mit geschossen habt, wie auch immer, dann ganz wichtig, natürlich schauen, dass sie nicht geladen ist, vollkommen klar, aber das Magazin liegt ja hier schon daneben. Dann nehmt ihr einfach den Gewindeschutz hier vorne ab, das ist ganz wichtig, der muss runter sein. Und dann könnt ihr den Demontagebügel hier einfach nach unten schieben. Und dann zieht ihr, ähnlich wie ihr das bei einer Schreckschuss oder genauso wie ihr das bei einer Schreckschusswaffe macht, zieht ihr einfach den Schlitten nach hinten und könnt ihn dann nach oben hin wegnehmen. Dann habt ihr den Schlitten ab und seht hier dann noch die Feder und die Federführungsstange. Ne? Das habt ihr dann hier auch nochmal separat liegen. Auch das hier ist aus Metall. Jetzt hier
der kleine Korpus hier nicht, der ist aus Gummi, der ist auch, also auch flexibel. Klar, macht auch Sinn bei dem Blowback, aber die Federführungsstange und die Feder sind natürlich aus Metall bzw. Stahl. Und hier könnt ihr dann halt eben sehen, habt ihr dann auch den direkten Blick auf den Lauf. Wir können gerne mal reingucken, ihr seht, na, seht das hier, da geht es durch. Ne, und da könnt ihr dann halt wunderbar, das ist das, was ich eingangs meinte, wenn ihr euch hier so einen kleinen Lappen dran macht, ne, könnt ihr den dann hier, passt hier durch, könnt ihr das wunderbar damit reinigen. Ich will es nicht zu weit rein tun, weil da ist noch so ein Tesafilmrest dran, warum auch immer, ne, aber könnt ihr hier wunderbar durchziehen und dann auch mal den Lauf reinigen. Das ist wirklich schön. Ja, und hier sieht man dann eigentlich noch den Rest, das ist Zinkdruckguss. Der Rest hier von dem Gehäuse, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Alles schön maßgenau angefertigt und auch wenn ihr es hier mal sehen wollt, so kann man es glaube ich erkennen, seht ihr von dem Kunststoff Griff, also von dem Kunststoffgehäuse kann man es hier glaube ich ganz gut erkennen, dass es wirklich relativ dickwandig ist. Ja, das ist jetzt also kein dünner, knätschiger Kunststoff, der sich jetzt hier in alle Richtungen verbiegt. Das ist schon echt stabil. Liegt auch dementsprechend wirklich gut in der Hand. Und der Schlitten, der ist wahrscheinlich das Schwerste an der ganzen Waffe. Der ist also auch aus dem Vollen gefertigt. Ihr seht das hier auch, wie dickwandig der ist. Also steht da hier eine Schreckschusswaffe in wirklich nicht viel nach, will ich sagen. Also der ist wirklich sehr massiv gehalten. Hier oben seht ihr das Ventil halt eben drin mit der entsprechenden Dichtung. Ne, da habt ihr das. Weiß nicht, ob es gerade scharf ist. Ich gucke mal gerade so. Da könnt ihr das sehen. Ne? Auch hier kann man dann von Zeit zu Zeit mal reinigen, wenn man möchte. Und was man hier jetzt auch schön sieht, das kann man jetzt mal zeigen, wo man nicht die ganze Waffe dann irgendwie vor die Kamera positionieren muss. Ihr seht natürlich hier die feste Visierung. Das ist hier einmal die Kimme hinten mit zwei gelben Punkten drauf. Ja, so eine offene Visierung. Und dann halt eben vorne das Korn. Ich zeige es euch mal seitlich. Kriege es ein bisschen besser rein. Ja, versuche es mal scharf zu machen hier. Zack. Na komm, seht ihr vorne das Korn? Leider kein gelber Punkt drauf. Und das Ding ist wirklich fett. Das ist also wirklich einfach echt dick. Also wenn ihr da durchguckt, muss man gerade gucken, ob ich es mal so hinkriege, dass die Kamera das dann auch scharf stellen möchte. So. Ihr seht es, ne? Also das ist schon ein recht dickes Korn und ja, leider auch nicht farblich markiert, sodass es, ja, also ich meine, gut, es ist eh jetzt nicht die Waffe ich möchte jetzt mal unbedingt ganz doll nur 10 Punkte schießen auf Karte, dafür ist die ja auch gar nicht konzipiert, aber zum Pfandplinken macht das auf jeden Fall allemal Laune und reicht auch dafür aus. So, kleiner Cut, mir ist gerade die Feder abgehauen, wir machen das eben gerade nochmal. So, also, der Zusammenbau geht dann in umgekehrter Reihenfolge eigentlich ganz einfach. Ihr setzt einfach hier die ganze Geschichte wieder rein, wie sich das gehört. Ja, so. Und dann einfach schauen, dass ihr den Lauf wieder sauber drauf macht vorne und guckt, dass das Gestänge übereinander passt. Und dann kann das halt zusammengeschoben werden. Der Demontagebügel kann wieder nach oben geschoben werden. Ihr könnt feuern, dann könnt ihr das machen. Probieren, ob das sauber läuft, tut es. Dann könnt ihr den Gewindeschutz auch wieder drauf machen. So, Magazin rein. Natürlich dann, wenn es soweit ist, mit einer frischen CO2-Kartusche und natürlich auch geladen und dann kann es losgehen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Ich werde jetzt einmal eine frische CO2-Kartusche reintun und werde natürlich mal die Magazine laden und dann fangen wir an mit dem Chroni-Test. Nach dem Chroni-Test werden wir noch einen kleinen Plinking-Schusstest machen und danach sehen wir uns zum Fazit wieder. Also dranbleiben und bis gleich! So, und dann sind wir zum Air-Chroni-Test mit der Umarex SA10 und auch hier natürlich 0,48 Gramm eingestellt für die Umarex Moskito, die bevorzugte Munition zum Testen. Und wir schauen einfach mal, ja, was es hier so gibt. Ne? Umgebungstemperatur ist super, haben 22 Grad. Und dann gucken wir mal, was sie hier so sagt. 2,95, 2,84, 2,74, 2,69, 2,66, 2,64, 2,56. Und 2,51.
Ja, natürlich auch, klar, bisschen cooler und sowas alles dabei, aber dann gucken wir einfach mal durch. Wir haben 8 Schüsse mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,69 Joule. Das ist für die Waffe mit Blowback, ja, ganz ordentlich. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 106,13 Meter pro Sekunde, haben eine Mindestgeschwindigkeit von 102,30, eine Höchstgeschwindigkeit von 111,04 und haben dadurch eine Konstanz von 8,74 Meter die Sekunde. Und eine Standardabweichung von 2,65 Meter die Sekunde. So, das ist nicht so verkehrt. Und würde ich sagen, dann machen wir auch hiermit noch einen kleinen Schusstest. Bis gleich. So, liebe Freunde, da sind wir auch zum Schusstest jetzt mit der Umarex SA10. Und ja, ich denke mal, ich habe hier so einen Abstand von circa 6 Metern. Klar, offene Visierung, anders geht's ja nicht bei dem Gerät. Und dann gucken wir mal. Ich versuche mal so ruhig wie möglich zu schießen und schau mal erstmal, ob wir mal die CO2-Zylinder wegkriegen und dann können wir ja auch noch mal ein Magazin auf Scheibe gucken. Viel Spaß! Wechseln. Das haben wir nicht mitzählt. So, ein Magazin haben wir noch, verbraten wir noch und dann gucken wir mal. Versuchen wir mal rechts oben die Scheibe, gucken wir mal, agiert. Okay, dann zwischen wir mal zur Scheibe links daneben. So. Ende Gelände. So. Ja. Schussergebnis. Ja, gut. Die Scheibe, die hat es jetzt nicht komplett zerrissen. Die hat sich einfach nach unten verabschiedet, nach hier innen drin. Ja, da ist sie. Waren schon ein paar übereinander geklebt, wie ihr seht hier. Und ja, deswegen hat es den Karton dahinter zerrissen und die Scheiben sind runtergefallen. Ansonsten, ihr seht es ja auch bei der anderen Scheibe, da sind, glaube ich, zwei Schüsse reingegangen, ganz gut beieinander. Aber das ist natürlich ja, mit der offenen Visierung. Ich erzähle euch da gleich noch was zu. Und ja, alles weitere zu der SA10 von Umarex im Fazit. Bis gleich. Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon zum Fazit zur Umarex SA10. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen, es ist eigentlich eine richtig schöne Fun-Plinking-Waffe. Sie ist super verarbeitet. Ihr habt es gesehen, der Polymergriff sehr hochwertig, der Rest aus Metall. Und das merkt ihr dann natürlich auch beim Schießen, ne? Dadurch, dass diese Waffe die Blowback-Funktion hat und der Schlitten wirklich massiv aus Druckguss gearbeitet ist, ist das schon richtig Bums in der Hand. Das macht schon richtig Spaß. Das ist schon wie, ich nehme mal den Vergleich zu einer Schreckschusswaffe zur Walther P99. Das hat auch einen ordentlichen Bums. Das merkt man auch gut beim Schießen. Und das kommt da schon echt nah ran. Das macht also schon echt Freude, muss man ganz klar sagen. Ich sag speziell jetzt hier zum Plinken, das ist keine Waffe, meiner Meinung nach, die dafür gedacht ist, dass ihr da jetzt Ringe schießen geht auf 10 Meter Distanz, da ist sie nicht für konzipiert. Ihr habt es gesehen, im Kroni-Test,
3 Joule Leistung, das ist in Ordnung. Der Blowback frisst natürlich auch einiges an Leistung, was sicherlich auch zur Folge hat, dass eine CO2-Kartusche in dieser Waffe jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig ist. Aber hey, es macht Spaß. Durch das System im Magazin schon mit der CO2-Kartusche drin, 3 Magazinen am Start, jetzt für Diabolos und nochmal eins für Stahl-BBs, die ich ja hier nicht getestet habe, habt ihr immer direkt dreimal wechseln am Start und können Spaß haben und schießen. Das ist richtig, richtig gut. Kimme und Korn, ja, ist okay, ist aber jetzt auch nichts, um, wie gesagt, auf eine längere Distanz jetzt die perfekten Ringe zu schießen. Ist die Waffe auch nicht für konzipiert. Will eine Spaßwaffe sein zum Plinken und das beherrscht sie wirklich aus dem FF. Das ist richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach ein tolles Konzept. Allein schon die Tatsache, dass ihr halt eben immer 3 Magazine durchgeladen mit Diablos dabei habt, nur Magazin raus, einmal wechseln, umstecken, zack, rein, fertig. Das ist richtig cool, das macht natürlich richtig Spaß. Verarbeitung ist top, Schießen macht Spaß, Leistung okay, für die Waffe in Ordnung, für das, was sie machen möchte. Von daher gibt es von der Waffe von mir definitiv 2 klare Daumen nach oben. Man muss das Ganze auch im Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. 120 € kostet diese Waffe neu und dafür kriegt man wirklich eine Menge Spaß geboten und das in einer richtig, richtig ordentlichen Qualität. Ihr habt es gemerkt, ich habe die Stahl-BBs hier komplett aus dem Test außen vor gelassen. Liegt daran, ich hatte hier vor 2 Jahren mal 2 richtig blöde Rückpraller mit Stahl-BBs, die mir ja, 2 tolle Fischaugen in einer schönen Scheibe verursacht haben. Deswegen kommen mir hier im Hof keine Stahl-BBs mehr zum Einsatz. Ich bitte das zu berücksichtigen. Mein Fazit bezieht sich jetzt lediglich auf den Gebrauch mit den Diabolos. Und da kann ich nur sagen, hat das Ding richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, Power, okay, für das, was sie machen soll, absolut in Ordnung. Chroni-Test war ein bisschen schwierig mit den Lichtverhältnissen, ihr habt das gesehen. Ich habe aber zwischenzeitlich schon eine andere Konstruktion in Planung, sodass das in den nächsten Videos deutlich besser wird. Da werden die Chroni-Tests wahrscheinlich zum größten Teil auch indoor gemacht, sodass das für euch dann vom Bild her auch besser wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat die Waffe gefallen und ihr seid auch dabei, wenn es wieder ein neues Video gibt hier bei Free Weapons Germany. Das wird nämlich ganz bald der Fall sein. Und ihr könnt mir auch sehr gerne mal ein Abo dalassen oder hier und da mal in die Infokarte schauen, wenn eine eingeblendet wird. Ich würde mich freuen für euren Daumen nach oben, einen Kommentar, den ihr mir da lasst und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.